Rama Navami. Rama Navami. Rama Navami ist der 9. Tag, der dem Rama gewidmet ist. Nava heißt 9 und Navami ist der 9. Allgemein, alles was 9. ist, ist Navami. Navami ist aber insbesondere auch der 9. Tag einer Mondphase, Paksha. Der indische Kalender ist eingeteilt in die Mondmonate. Und jeder Mondmonat hat 2 Hälften, Paksha. Da gibt es Shukla Paksha, wörtlich die helle Mondhälfte. Das ist die Zeit des zunehmenden Mondes. Und es gibt Krishna Paksha, das ist die Zeit des abnehmenden Mondes. Und in jedem Paksha gibt es also 15 Tage und die werden nach den Zahlen benannt. So gibt es eben Navami und das ist der 9. Tag einer Mondphase ist Navami. Jeder Monat hat eben 2 Navami, nämlich den Navami des zunehmenden Mondes und des abnehmenden Mondes. In diesem Sinne gibt es Shukla Navami, das ist der 9. Tag der zunehmenden Mondphase und es gibt Krishna Navami, der 9. Tag des abnehmenden Mondes. Und jeder 9. Tag hat dann auch noch einen Zusatznamen. Also jeder Tag der 365 Tage des Kalenders hat einen eigenen besonderen Namen. So wie bei den Katholiken, da gibt es eben auch einen Heiligen, der für jeden Tag da ist. Und dann gibt es zum Beispiel den Martinstag, das der 11. November ist. Und so gibt es den Johannistag, der dem Johannes gewidmet ist, der 21. Juni und so weiter. Und früher bei den Katholiken wurden ja oft Menschen nach dem Namenspatron des Tages benannt. Gut, und so ähnlich ist es auch im indischen Kalender. Und so gibt es den 9. Tag eines bestimmten Monats und der ist dann Rama Navami. Und Rama Navami ist eben der 9. Tag eines bestimmten Monats, der dem Rama gewidmet ist. Und Rama Navami ist eben auch der Geburtstag von Rama und wird eben auch groß gefeiert. Rama Navami hat auch eine zweite Bedeutung, ist der 9. Tag des Rama-Fests. Ein Rama-Fest ist 9 Tage, wird deshalb auch als Navaratri bezeichnet. Es gibt das Frühlings-Navaratri-Fest und es gibt das Herbst-Navaratri-Fest. Das Herbst-Navaratri-Fest, meistens wird das darunter verstanden, wenn man nur von Navaratri spricht, ist der göttlichen Mutter gewidmet, Devi und Durga und ihren weiteren Aspekten. Und das Frühlings-Navaratri wird manchmal auch der Devi gewidmet, meist aber dem Rama. Und besonders gefeiert wird dann Rama Navami, der 9. Tag, der dem Rama gewidmet ist, der Geburtstag von Rama.